Normalerweise ist das Ende meiner Rede, der Hessentag ist eröffnet. Das machen wir heute aber anders. Schauen Sie mal da hoch, zur Kirche an den Turm. Alles gefallen, muss ich wirklich sagen. Und bisher können wir uns über nichts beschweren. Es läuft alles so, wie es geplant war. Ich bin Uwe Rüsselsheimer und habe diese Chance hier genutzt, mit den Stadtwerken zusammen dieses Event auf ein Bier im Stadtbus zu kreieren. Respekt, was alles hier auf dem Hessentag geboten wird. War einfach bombastisch, weil das Zelt immer rappelvoll war. Die Stimmung in diesem Trachtenzelt ist irre gut. Die Leute sind auch wirklich bereit mitzumachen. Sehr vielfältig. Gerade auch das Angebot für Kinder ist immer mal etwas anders auch. Ich wohne hier auch ganz in der Nähe und das finde ich halt sehr schön. Da kann man jeden Tag hier hinkommen. Also ich glaube, der Hessentag ist so der springende Punkt jetzt im Moment, damit die Leute in Rüsselsheim endlich mal wach werden und sehen, was für ein Potenzial diese Stadt hat. Am besten gefällt uns natürlich unten am Main die Beach Area. Der Viaktiv Beachvolleyball Cup wird dort stattfinden und das ist natürlich das absolute Highlight. Ist eine stolze Sportstadt, deswegen ist auch der Sport für uns ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Hessentages. Und das Schöne bei diesem Sportfestival ist ja, dass man so vieles ausprobieren kann. Wir sind sehr froh und dankbar für den Hessentag und finden, dass es auch gut organisiert von der Stadt. Am besten war hier der berühmte Frisbee-Stand, wo ich eine sehr hohe Punktzahl erreicht habe. Im
Degen sind so um die 100 Fechterinnen und Fechter gemeldet. Vom Hessentag. Und wir freuen uns, wie es hieß, auf die nächsten 10 Jahre, die hier in Rüsselsheim kommen. Dankeschön, macht's gut. Tschüss.